eine Holzachterbahn auch, ist allerdings schwierig zu erreichen. Haben wir nicht irgendwo einen Knoten, könnte man noch bauen. Willkommen zurück zu Rollercoaster Tycoon 3. So, wir spielen heute das letzte Level der normalen Karriere Inselparadies und da sieht das Ganze einfach interessant aus. Denn ich muss hier erst noch einmal das Ding hier testen lassen. Den Park schließen wir noch mal. Denn, oh ne, warte mal, ja doch, zwei Wägen passen. Denn so fährt da natürlich keiner mit. Deswegen muss das Ganze erstmal umgebaut werden. Ich bin persönlich auch mal danke dafür. Dafür, dass wir das hier sowieso etwas umbauen. Denn wir haben hier bei den Darlehen 16.000 das Maximale. Ist jetzt nicht so nicht viel. Und was halt am ätzendsten ist, ist das hier. Ministerregung 7. Zwei Achterbahnen. Das ist ein bisschen schwierig. Vor allem mit den Achterbahnen, die wir gerade so da haben. Eine 7 zu erreichen ist schwierig. Damit haben wir das der Paradies-Tüste gebaut. Worden. Wo gibt es denn überhaupt 7? Also ich weiß, dass es in der Gigabahn 7 Achterbahnen gibt. Eine Holzachterbahn auch. Ist allerdings schwierig zu erreichen. Haben wir nicht irgendwo einen Knoten, könnte man noch bauen. Mensch. Warum bin ich da eigentlich nie früher drauf gekommen, dass sie einfach den Knoten bauen könnten? Gut, wahrscheinlich, weil ich dieses Bahndesign selber erst seit Nacht der Schrecken habe. Aber hey. Eigentlich hätte man da auch drauf kommen können, als ich ihn beim ersten Mal durchgespielt habe. Grün für 50. Das passt. Haben wir denn schon einen Geldautomaten? Nein, haben wir nicht. Das ist natürlich ungünstig. Ja, damit haben wir schon mal die erste Bahn mit 7 hinter uns gebracht. Also schon mal ganz gut. Also das Ding ist prinzipiell extrem ätzend. Das Inselparadies. Weil man einfach nirgendwo vernünftig was bauen kann. Das ist einfach so. Du hast nirgendwo Platz. Du hast immer das Problem, dass du keine Wege bauen kannst, keine richtigen. Und dementsprechend ja, du bist halt sehr eingeschränkt. Sagen wir es mal so. So, und einfach weil wir es können, bauen wir die gleiche Achterbahn nochmal. Yay. Echt Wunderbärchen hier, oder? Ist auch überhaupt nicht irgendwie cheaten, dass sie einfach immer dieselbe Bahn bauen. Haben wir auch zum Glück in anderen Szenarien noch nie gemacht. Boah. Leute. Kommt in den Park. Also. So.
Was wir auch sofort machen, ist erstmal die ganzen Läden erforschen, weil wir früher oder später den Geldautomaten brauchen. Und Fressbuden. Und sowas. Und damit alles machen eigentlich. So, Parkbewertung 600. Haben wir, glaube ich, schon. Ja, 670 haben wir. Besuch am Park 200. Ja, gut. Oh lol, sie bezahlen nicht so viel. Muss eigentlich auch aufpassen. Die Leute sind nämlich hier, was Finanzen betrifft, sehr, sehr wählerisch. Die ist ja zum Beispiel auch, also ihre Meinung völlig überteuert. Was ich auch verstehen kann, denn, naja. Die ist wirklich etwas teuer für ihre Werte. Also die wilden Mäuse wesentlich besser. Ausgang. Zäune. Pirat. Dann auch hier Zäune, Pirat. Eingang, Abenteuer, Ausgang. Abenteuer. So, perfekt. Besuch am Park haben wir. Die Parkbewertung bleibt auch konstant. Wir haben jetzt schon mal eine Getränkebude. Blöderweise die Softeisbude. Mit 2 € pro Softeis. Ich würde mal sagen, wir können ja dann hier auch die Tradition nochmal machen und uns den Park aus der ersten Außenaufnahme nochmal anschauen. Das Inselparadies der ersten Aufnahme. Denn da habe ich das Ganze ganz anders angegangen. Da habe ich mich total verpeilt, dass ich ja die wilde Maus bauen könnte für die Achterbahn und somit von Anfang an mich überhaupt nicht auch wirklich auf das Szenario einlassen muss, genauso wie Inselhopping. Ich betreibe ja das gleiche nach dem gleichen Prinzip, dass ich mich nicht auf das Szenario einlasse, sondern einfach nur ja das Spiel so ausnutze, wie es halt ist. Okay, Fressbude. Tüte, also große mit kostet 1,60, normales 1 €. Lass mich raten, bin ich hungrig? Sie sind nicht hungrig. Ich dachte, sie zahlen nicht so viel dafür. Das wäre zumindest meine erwartete. Ich will noch mal, sieht mal zu extrem aus. Oh. Wie die Intensitätsbewertungen auch immer viel zu hoch sind bei mir. Okay, Gott, herrje. Ich muss das Darlehen zurückzahlen. Ja, das ist halt in so Paradies echt ein bisschen nervig. Du hast das Problem, dass du immer viel zu wenig Geld hast. Immer. Also wirklich immer. Ja. Langweile mich nicht mit so einem Blödsinn. Oh Mann, ey. Man sieht sich hier schon. Was haben wir für einen Gewinn? Gar keinen. Wir haben null Gewinn im Monat eigentlich. Ja, Kaffee. Warum weiß ich nicht. Naja. Also mit einem. Ja, muss ich mal schauen. Also.
einen monatlichen Gewinn von 27 Euro. Schön, dass wir schwarze Zahlen schreiben. Andererseits kann man ja ewig warten, bis hier irgendwas passiert. Souvenirs, mal schauen. Das Ding muss man einen Gesamtgewinn von über 300 Euro haben. So, wenn das Ding einen Gesamtgewinn von 300 Euro hat, bin ich zufrieden. Weil dann hat sich die Anschaffung gelohnt. Ja. Ihnen ist die Zuckerwatte zu teuer. Ich glaube, jetzt funktioniert es erstmal. Die Objekte sind nicht so teuer. Wollen die Hallo ein Eis für 2 Euro? Am Arsch zu teuer. Zu viel Liefer. Alter, ganz ehrlich, eine Postkarte für 1 Euro. Echt jetzt? Das ist zu teuer. Als ob 5 Cent jetzt einfach so viel ausmacht. Ich sag es dir, ne? Mit solchen Sachen kommst du nicht weit. Generell jetzt. Das geht einfach nicht. Ich kann so nicht arbeiten, wenn einfach keine Leute in den Park kommen. Das geht nicht. Was ist die sagen? Wie muss ich Geld reinkriegen? Ich weiß gerade nur nicht so genau wie. Vielleicht einmal kostenloser Eintritt. In den Park. Nee, ich habe keine Ahnung, was ich machen könnte, also ganz ehrlich. Oh, ja, gute Mechaniker sind mir schon mal unterwegs. Das ist echt krass. Okay, die Schlangenrutschbahn. Die Schlangenrutschbahn. Mit der lässt sich doch immer viel zu viel Profit machen. Doch normalerweise auch rein, wenn es viel zu überteuert ist. Die stehen gar nicht so auf wilde Attraktionen, die stehen ja so auf sanfte Fahrten hier, habe ich so das Gefühl. So, Finanz geh. Easy, ey. Lol. Let's go. Alter, wenn ich es noch schaffe, ins Plus zu kommen. Nee, knapp nicht. Boah, schade.
Na, wir forschen aber jetzt immer weiter, bis wir zumindest den Geldautomaten haben, dann passt das. Alter, als ob die da so anstehen. Echt jetzt, das ist doch Irrsinn. Ja, schau hoch. Ich mag türkischen Honig. Das ist ja nur echt. Jetzt gefällt es ihnen noch halber. Ich verstehe das nicht. Apropos türkischer Honig. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich türkischen Honig mag? Das ist nämlich gerade türkischer Honig. Wow. Und 10.000. Also jetzt circa schon mit grünem. Das ist ein bisschen nussiger. Aber auch hervorragend. Also es gibt wirklich nur wenige Dinge, die ich lieber mag zum Nebenher. Es ist türkischer Honig, aber ich hab den so selten da. Ich hab den eigentlich nur da, wenn meine Nachbarn aus dem Urlaub in der Türkei wiederkommen. Dann habe ich türkischen Honig da. Oh, ich kann mir keine Schirme leisten. Wow. Echt faszinierend, wie wir einfach null Gewinn im Monat machen. Ungepflegtester Park? Wo guckt denn meine Reinigungskraft schon wieder? Ach, da ist sie. Die rennen doch eh schon die ganze Zeit hinterher. Ja. So, erstmal wieder warten.
erstmal wieder ganz lange warten, bis ich wieder Geld habe. Yes. Also dafür geben sie richtig fett Geld aus. Hübsch natürlich nicht, wenn das 2 Euro kostet. Aber wenn die Beachterbahn mehr als 3 Euro kostet daneben, dann ist es ihnen zu teuer. Macht Sinn. An der Morgen sind Schwierigkeiten. Ich brauche unbedingt noch Mülleimer. Da unten sind gerade definitiv zu viele Menschen. Holy shit. Wenn ich mir das so ansehe, glaube ich, könnte ich auch einfach im Park nur was Trampolin bauen. Die Leute würden es feiern. Aber ich denke, feierlich so. Alter Schwede. Ja, Wahnsinn. Wie einfach da meine Bahneinnahmen sich im Vergleich zum Vormonat fast verdoppelt haben. Wegen diesem einen Piss-Trampolin hier. Ey, Wahnsinn. Ich komm schon wieder über 500. Mit Bahnannahmen, das ist doch... super. Das ist von keinem Mechaniker erreichbar. Was soll denn der Scheiß? Weil die Paradiesfüße viel zu weit weg ist. Wahnsinn. So, naja. Erstmal wieder ganz langsam abstottern. Vor allem, ich muss ja noch irgendwie 450 Besucher im Park reinkriegen. Wer auch immer ich das machen soll. Ballons. Ach. Amas. Danke.
Wahnsinn hier, ey. Nee. Die haben keine Schwierigkeiten, das zu verlassen. Die stehen hier an, Mensch. Glaube ich. Ich glaube, das brauchen wir ganz dringend. So. Döner. Döner ist gut. Alle viele Leute hier anstehen am Trampolin, ne? Wahnsinn. Alter, nee. Das muss man sich aber auch erstmal geben hier. Ich bin verlustig durch diese Personalausbildungen hier mache. Lol. Ich wusste gar nicht, dass Zirkuschronik von innen rot ist. Das ist immer so, ich zeig's mal. Also von außen immer so eingezuckert, ne? Der ist einfach von innen rot. Aber wo ist denn mein Mechaniker? Wie, die ist nicht erreichbar. Die ist erreichbar. Ah nee, die ist... Oh lol. Nicht im Ernst jetzt. Alter, nee. Boah, Mensch. Da hat der Gedi jetzt aber gefällt. Geiler Scheiß. Echt jetzt. Oh Mann, wie dumm war das denn? Geil.
So, und warum genau habe ich jetzt eigentlich so wenig Geld? Warum habe ich quasi genauso viel eingenommen wie letztes Mal? Man weiß es nicht. Wäre aber langsam mal cool, wenn ich langsam mal alles erforscht hätte. Alter, ey. Hälfte des Monats. So kann ich doch keinen Park finanzieren. Ich lasse das einfach mal AFK durchlaufen und es gibt einfach mal einen Cut. Oh, ich hoffe, dass ich irgendwann hier mal halbwegs bisschen Geld habe. Also bis ich die Darlehen hier abzahlen kann, sind wir im Jahr. Wahrscheinlich. Vor allem mit einem Gewinn von 100 Euro. Hey, das von 100 Euro. Das ist furchtbar. Wahnsinn. So. Okay. Ich glaube, ich cutte wirklich einfach mal. Das ist ja echt nicht mehr auszuhalten, so. Oh, ich glaube, wir haben zu Ende geforscht. Jo, wir haben jetzt 200 Euro Ausgaben im Monat weniger als vorher. Gut. So. Einmal Darlehen abbezahlt. Ich zoome mal einfach weiter raus. Wow, der Monat hat er richtig reingehauen. Krass. Das ist auch interessant, die Reihenfolge der Forschung, also Objekte, wie sie erforscht wurden, entspricht eigentlich genau der, die ich hatte beim ersten Mal spielen dieses Levels. Interessant, anscheinend gibt es da echt so eine Reihenfolge. Wann, welche Attraktion, welches Bereich es erforscht würde. Und ansonsten wechselt das dann quasi immer durch. Also die Achterbahn, Kinderbahn, aufregende Bahn und so weiter. Bis du von einem Jahr was lehrst, dann wird es einfach nur übersprungen. Das ist jetzt gerade so meine Theorie. Ja, und jetzt? Nicht zu
ziemlich alles im Vergleich zum Vorhinein. Wow.